Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zu meinem neuesten Projekt und zwar Fire Emblem Engage. Ja, der Daniro macht mal wieder ein Let's Play, ne, anstatt zu streamen. Boah. Auch nicht schlecht, ne? Die gibt's noch auf diesem Kanal, ja. Und ja, wir haben heute den 19.01., was ein Tag vor Release von Fire Emblem Engage ist. Und ich habe es mir vorbestellt gehabt, deswegen habe ich es jetzt schon einen Tag vorher. Aber dieser Part wird wahrscheinlich am 20.01. freigeschaltet, wenn das Spiel offiziell rauskommt. Weil alles andere wäre ein bisschen problematisch, weil Spiele vorm Release hochladen mag Publisher nicht so gerne. Von daher lassen wir das mal, ne? Obwohl das einige Leute sowieso nicht daran hindert. Und ja, ein bisschen weiß ich nicht. Einige andere Content Creator hier ein bisschen angreifen nebenbei, ne? Und ja, Fire Emblem Engage. Ich freue mich, glaube ich. Ich glaube, das müsste der 17. Teil sein mittlerweile, ne? Three Houses war, glaube ich, der 16. Teil, ne? Und ich weiß nicht, ob man es auf diesem Kanal weiß, aber ich zeig mal hier kurz. Oh, man kann ja Gruppen und so was alles machen, ne? Und hier, ich habe alles, was für die Switch Fire Emblem-mäßig rausgekommen ist, außer dieses eine Collab-Spiel, weil irgendwie mit Persona oder so ein Collab ist. Besser Tokyo Mirage Session oder so, keine Ahnung. Ja, bis auf das Spiel habe ich alle Fire Emblem-Spiele ja gespielt. Ich habe in jeden wahrscheinlich so 200, 300 Stunden reingeballert. Aber ich habe noch nichts auf diesen Kanal hier hochgeladen. Ich habe auf meinem englischen Kanal habe ich Fire Emblem Three Houses drei Parts hochgeladen. Drei Spieldurchläufe hochgeladen. Weil das Spiel hatte drei Spieldurchläufe und dann hat eine Menge Zeit gekostet. Und irgendwann bin ich dann richtig ausgelaugt gewesen. Aber ich hoffe, in dem Spiel wird das nicht der Fall sein. Ich habe nichts gelesen von irgendwie mehreren Spieldurchläufen oder mehreren Routen oder irgendwie sowas in diesem Spiel. Ehrlich gesagt habe ich gar nichts von diesem Spiel gehört. Ich weiß nicht viel über das Spiel. Ich habe mich null informiert. Ich habe den ersten Trailer damals angeschaut, als das Spiel released wurde, als es rausgekommen ist, und ja, den Trailer habe ich mir angeschaut, habe mir nicht viel aufgenommen. Ich habe ein bisschen auf die Verpackung geguckt, worum es so geht, und das hat mir jetzt nicht wirklich geholfen, weil da standen jetzt so Sachen wie, es gab mal einen, keine Ahnung, einen Dämonengott oder Drachenlord oder irgendwie sowas, der mal irgendwie von der Menschheit versiegelt worden ist und der droht jetzt wieder zurückzukommen, und das hat mir null geholfen, weil das ist wortwörtlich jeder Plot von jedem Fire Emblem da draußen. Es gab irgendwie einen Dämonenlord, einen Drachenlord, der mal die Welt, die Menschheit bedrohte, und der kehrt wieder zurück. Ja, oder er droht zurückzukehren. Das ist der Plot von jedem Fire Emblem. Also diese Zusammenfassung hat mir jetzt nicht viel geholfen. Ich weiß, es geht um Ringe, weil Engage bedeutet ja verheiraten, ne? Oder angreifen oder teilnehmen, ne? So Engage in Combat, ne? Am Kampf teilnehmen oder irgendwie sowas, ne? Ich weiß nicht viel über die Charaktere, ich weiß gar nichts über die Charaktere, ich weiß nur, der hat rote und blaue Haare oder die. Was, keine Ahnung. Ich war ein bisschen skeptisch vom Design her, weil das Spiel sieht mir ein bisschen zu bunt aus. Ich meine, gehen wir nochmal kurz jetzt zurück zu Beispiel Fire Emblem Three Houses, ne? Das sieht ein bisschen, weiß nicht. Ich meine, das sieht auch bunt aus, aber hat irgendwie so, weiß nicht. Im Vergleich zu das hier ist das noch so ein bisschen, weiß nicht, mittelalterlicher Stil. Keine Ahnung. Naja, vom Design her bin ich ein bisschen skeptisch, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber mal schauen, ne? Vielleicht wird's ja das super Fire Emblem Spiel, das ich schon lange haben will, wieder, ne? Und ja, ich habe zu lange geredet, würde ich schon sagen, ne? Wir fangen jetzt einfach mal an. Wir können ja schon mal in das Spiel reingehen, ne? Weiter als bis zum Titelbildschirm habe ich noch nicht gespielt, übrigens. Und ja, es wird ein Intro abgespielt. Ich werde das mal ganz kurz stumm schalten, aber durchlaufen lassen. Ich bin ein bisschen skeptisch, ne? Das Lied ist gut. Ich habe ja auch ein Intro hier vorher dran gehangen. Da kann man so eine kleine Preview von dem Intro wahrscheinlich hören. Und ja. Aber das komplette Intro will ich nicht abspielen wegen Copyright. Von daher lassen wir das mal lieber. Und ja, ich freue mich. Ich will schon lange mal ein Fire Emblem auf diesem Kanal hier spielen.
war kurz davor, Fire Emblem Three Houses auf diesem Kanal auch zu spielen. Aber ja, das Spiel hat so lange gedauert. Das Lied ist übrigens ein Banger. Und ja, keine Ahnung, so ein paar Sachen könnte ich mir so zusammenreimen von dem Intro, aber mehr weiß ich jetzt auch nicht über das Spiel. Ich habe mich nur informiert, ich weiß nicht, worum es geht. Also ich nehme an, die fünf Charaktere, die wir jetzt sehen, das sind als die Hauptcharaktere. Also neben den Hauptcharakter mit den rot-blauen Haaren. Und weil nicht, die sehen aus, als könnten die irgendwie Anführer sein von irgendwelchen Reichen oder Königshäusern oder so, weil hinter deren Bildern hat man irgendwie so Symbole gesehen, so Wappen oder Siegel. So, und sie, nehme ich an, ist entweder eine Göttin in diesem Spiel oder die Mutter des Hauptcharakters. Was bedeutet, sie wird in den ersten drei, vier Parts wahrscheinlich schon sterben. Weil so läuft das ab in Fire Emblem. Eltern in Fire Emblem, die überleben nicht lange. Und da haben wir den Drachenlord oder Drachenkönig oder was auch immer. Und da haben wir die Ringe. Und ah ja, von dem Ring weiß ich auch, man kann Charaktere von früheren Fire Emblem Titel irgendwie damit beschwören oder sich mit dem verbinden oder irgendwie sowas. Aber das war auch schon alles. Mehr weiß ich nicht. Ich weiß nicht. Ich habe noch keine Sekunde von dem Gameplay gesehen. Ich habe noch nichts gesehen von so, weiß ich nicht, worum es so annähernd in der Story geht, wie die Charaktere heißen, was deren Aufgabe ist und so. Ich habe eine Nachricht bekommen. Oh, da wollte ich jetzt nicht. Dachte, ich kann da irgendwie angezeigt bekommen. So, ja, du hast das und das. Okay. Erweiterungspass will ich mir noch nicht vorbestellen, weil ist noch nichts draus. Die Option gab es, glaube ich, nicht viel. Ne? Ich habe da Sprache ändern. Ich habe natürlich von Englisch auf Japanisch umgestellt, weil einfach so. Ich will halt Japanisch spielen, okay. Ich finde das gut, dass Japanisch hinzugefügt wird in den neuesten Fire Emblem Spielen. Und ja, ich würde sagen, wir legen jetzt mal los, ne? Ein bisschen zu lange geplaudert bisher. Und wir können auswählen, ob wir Männchen oder Weibchen sind. Wähle ein Aussehen. Und genau das Design ist, was mich ein bisschen skeptisch macht, ne? Die sehen aus irgendwie, als wären sie gesponsert von Colgate. Du hast ja diese Zahnpasta, ne? Und ja, weiß ich nicht. Man hat Hauptcharaktere mit blauen Haaren, mit roten Haaren, den Fire Emblem und so. Von da ist das jetzt nicht so was Unnatürliches, aber so. Aber die Haarfarbe finde ich ein bisschen, weiß ich nicht. Ich habe irgendwie gehört, die Charaktere wurden von Designer, von VTuber oder so, designt, was Sinn macht, wenn man sich die Charaktere anschaut. Und ja. Ja, ich spiele zum Männchen. Da kann ich irgendwann noch machen. Alia. Ändern wir nicht mal. Alia. Soll ich mich Aniere nennen? Weiß ich nicht. Ich will mich nicht wirklich self inserten in den Fire Emblem spielen. Was soll's. Weil Fire Emblem hat mittlerweile irgendwie den Ruf, Dating Simulator zu sein. Und das Spiel heißt Fire Emblem Engage. Also heiraten. Ah, da gibt es wahrscheinlich viel von, ne? Das haben wir halt. Okay. Ah, wir können meinen Geburtstag hier eintragen, welcher nicht mehr so weit entfernt ist, ne? 2 Monate. Okay. Ja. Mal. So, wir haben einmal normal, schwer und extrem. Es gibt kein leicht. Für Neuling und Spiel mit etwas Erfahrung. Für jene, die wahre Herausforderung suchen. So, leicht. Wenn es verfügbar ist, spiele ich nie. Weil das ist mir zu einfach. Normal auch nicht. Ich spiele in der Regel immer für schwer. Auf schwer. Den höchsten Schwierigkeitsgraden, den man am Anfang hat. Die allerhöchsten Schwierigkeitsgrade in Fire Emblem Spielen sind meistens sehr unfair und einfach nur haare ausreißend schwierig. Da bleibe ich lieber von fern. Die machen mir nicht mehr Spaß. Also schwer schon in Ordnung. Und ja, bleiben wir auch schwer. Außer die haben wieder diese gleiche Sache wie in Dings gemacht, wo
wo keine Ahnung, der Schwierigkeitsgrad falsch übersetzt war, war im 10. Teil, glaube ich, ne? Da war der leichte Schwierigkeitsgrad oder der schwere Schwierigkeitsgrad war in Wirklichkeit der normale Schwierigkeitsgrad in Amerika oder außerhalb von Japan, keine Ahnung. Und ja, ist ein bisschen falsch übersetzt worden. Ich hoffe, das ist hier nicht der Fall. Ich hoffe, wir spielen jetzt nicht indirekt auf normal oder so. So, wir spielen auf klassisch. Bei einer Insel sind wir immer verloren. Jede Entscheidung zählt. Weil das klassische Fire Emblem, ne? Spielt man natürlich auf klassisch. Und ich möchte nicht verbinden. Weil ich mache kein Online-Spiel oder so. So, Geburtstag, Schwierigkeit gerade schwer, Modus klassisch. Beginn. Also was, da kann ich eigentlich mal kurz nach. Wenn ich auf normal spielen würde, dann müsste ich eigentlich. Oh, gibt's gar nicht mehr. Es gibt ja keinen Phoenix-Modus mehr. Die Charaktere direkt im nächsten Kampf. Ach, da ist der Modus, okay. Ein sehr kontroverser Modus in einigen Fire Emblem-Spielen. So, Schwierigkeit schwer, Modus klassisch, nicht verbunden. Ja. Los geht's. Gucken wir mal, worum es hier geht, ne? Ah, ich freue mich. Mal Fire Emblem. Das sieht aus wie ein Intro von Fire Emblem Awakening. Da ist Marv. Den kennt man doch, oder? Da ist hier Magier Waifu. Da ist Lin von Fire Emblem 7. Oh, da war Roy von Fire Emblem 6. Ich weiß gar nicht, hat der ja vorkommt in dem Spiel. Bitte sagt mir Ike. Bitte sagt mir Ike, kommt auch hier vor. We like Ike. Oh. Oh, da ist er. Ich weiß gar nicht, hat die Charaktere alle hier vorkommen. Ein paar wusste ich schon wegen den Trailer und so. Da war Lucina. Fire Emblem Awakening. Alles klar, mein Husbando. Wir sind verheiratet, oder? Nehme ich jetzt mal an. Oh, ich habe jetzt schon einen sehr guten Fanservice gesehen. Iko. Oh. Alle Gegner besiegen. Und ich werde besiegt, das ist die Niederlage. Okay. So, Fire Emblem. So, ja, sehen wir, wie das Spiel abläuft. Ne? Für die, die es nicht kennen. Ne? Einheiten bewegen, wählen eine Einheit mit A aus, bestimmen mit L, wohin sie sich bewegen soll. Die Daumenpfeile zeigen die Bewegungsreichweite an. Und die roten die Angriffsreichweiten. Die Einheit von ausgewählten Feld. So, brauche ich eigentlich. So, das erstmal. Kamera kann man drehen und alles mögliche. So, Fire Emblem ist ein rundenbasiertes Strategie-Rollenspiel, was aus der Vogelperspektive spielt. Und ja, wir gucken mal. So, Danero und Fragezeichen. Ja, wer das wohl ist, ne? So. Okay, die Präsentation sieht nicht schlecht aus. Jetzt speichern. Ich will mir erstmal hier alles schön anschauen. Ne? Teil. Liberation, das Schwert des Würmgottes. Ah. Fallschirm, oh, Mar. Und legen wir tief gegen Dachten. Voller Bündel. So, hier kann man sich die ganzen Dinge anschauen. Physische Angriff, Treffer, Verteidigung, Resistenz. Lange her, seit ich ein Fire Emblem auf Deutsch gespielt habe. Deswegen ist
dran gewöhnen. Sternenlord. Die Einheit für 7 Angriffe in Folge mit dem Schwert aus. Die 30% Schaden zufügen. Okay. Also wie Astral, ne? Die Fähigkeit von Schwertmeistern. So, ich drücke erstmal hier so alle Knöpfe, ne? Gucken. Einheitendetail. Hier auch, ja. Hier sind unsere Werte, kennt man alles. Also BE. Händigkeit, ich dachte, das ist Fähigkeit. Das ist Fähigkeit, ne? Macht, das sind alle Werte zusammengerechnet, ne? So, Drachen. Stammt aus einer uralten Linie von Drachen. Kein einzigartiges Schwert um Würmgötter verwenden. So, ich mich auch. Ein Krieger, der eine Seite von Emblem kämpft, befindet sich auf einer Reise des Erwachens. Sammling der Anfänge. Er liest die Absichten der Gegner hin und hat mit einem Hagel von Schlägen. Okay, ich soll vielleicht mal. So, wir gucken erst mal, wie weit kannst du dich bewegen? Nicht sehr weit. Nicht gerade aufwarten. So, warten, zu bewegen, da kann ich eigentlich Respekt. Brauchen wir voll Rückblenden von Fire Emblem Awakening. Wenn alle Einheiten ihren Zug beendet haben, gilt die Spielerphase als abgeschlossen und die Gegnerphase beginnen. Sind beide Phasen beendet, beginnt der nächste Zug mit einer neuen Spielerphase. Okay. Okay, bewegen eine Einheit in der Nähe des Gegners und will angreifen. Alternativ kannst du den Kurs auf deinen Gegner bewegen, um A mit Angriff zu beginnen, oder wird das? Mal sehen. So. Unten hat man den Kampfverlauf. Da sieht man also. Er macht mich ganz schön fertig, sehe ich gerade. Da sieht man, wie viel Schaden ich mache, wie viel er macht. Schaden unten 12. Da sagt, ich mache dem 12 Schaden. Und der hat 60 HP, das heißt, der wird danach 48 Schaden haben. HP. Auch ja. Security nur für Dämonendrachen, dunkle Magie der höchsten Stufe. Und ja, versuche mich an das Layout so ein bisschen zu gewöhnen, wie das hier alles aussieht. Unten sieht man schon, wie viel Schaden ich mache. Dieser Pfeil, der nach rechts geht, 12, er macht 20, er macht mir mehr Schaden. Von daher ist es eigentlich ein bisschen doof, dass ich angreife. Aber selbst wenn er im nächsten Zug noch mal angreift, ich müsste ja noch 10 AP haben. Also los. Wer Fire Emblem noch nie gespielt hat, jeder Wert in dem Spiel ist statisch. Also ich mache nicht ungefähr 12 Schaden, ich mache genau 12 Schaden. Er macht genau 20 Schaden. Und da ist halt Fire Emblem. Ne? Das macht er seinen Zug. Jetzt greift er mich an. Ne? Er macht nochmal 20 Schaden. Ich mache nochmal 12 Schaden. Und wenn ich jetzt nicht irgendwie was zum Heilen habe, dann haben wir verloren. Ja. Ein bisschen geskriptet hier, ne? Bündnisse. Bei gefüllter Bündnisleiste wird der Befehl Bündnis in der Liste anwählbar. Das Bündnis verschmilzt eine Einheit mit einem Emblem und gefüllt gewährt Zugriff auf spezielle Bündniswaffen. Plötzlich werden Bündnisfähigkeiten aktiviert. Bündnisse bleiben 3 Runden lang bestehen. Okay. Okay. Nein. Ein Emblem 1. So, was bringt mir das? Ich dann irgendwo speichern. Ja. Hier ist nicht weg. Look at. Allee, hol mal. Fein. Und sobald ich irgendwie Zugriff auf Ike hab, ne? Ich weiß nicht, ob man da irgendwie auswählen kann oder so. Ich werde sowas von Ike irgendwie Partner haben. Ich bin der Sternenlord. Er nennt mich irgendwie am Amatisieren und Tales of Hysteria, dass ich mit den Seraphim hier vereinen kann. So. Das ist klar, Marv. Einheiten mit aktiven Bündnissen halten Zugriff auf den sogenannten Bündnisangriff.
Dieser Angriff entfesselt mächtige Kräfte und kann nur einmal pro Bündnis eingesetzt werden. Sternenlord Blitz zum Beispiel fügt schweren Schaden zu. Wähle Sternenlord Blitz und damit eine Waffe und dann eine Waffe, um ihn auszustellen. Das war. Oh, guck mal auf der Karte. Unten rechts sieht aus wie ein Herd. Fokussiere mich hier schon wieder auf die wichtigen Sachen. So. Sehe ich, wie viel Schaden das macht. Das macht mehr Schaden. Aber. 4 mal 9, das sind 36. 5 mal 9, das macht eben noch mehr. Also ist eigentlich angefangen, ne? Okay, cool. Also das sind so wie die, boah, wie hießen die nochmal? Hier diese, ja, wo man irgendwie, boah, wie heißen die nochmal? Gambit, glaube ich, heißen die in Englisch. Egal, Angriff. Mama platt. Schaut mir zu, alle Leute. Das ist wie Astra, nur besser. Doch, ich bin der Beste. Die Schwachheit in Person. Bitte mal ein richtig geiler Diss. Okay. So, Daniro und der mysteriöse Fremde haben gewonnen. Wie auch immer er ist. Okay, cool. Präsentation. Finde ich, sieht sehr gut aus. In die Buntheit habe ich mich jetzt schon gewöhnt. Okay, alles klar. Das Projekt, Leute. Ich hätte nicht gedacht, dass das Spiel so kurz ist, aber wir haben es geschafft. Wir sind die Besten. Oh, das heißt, nicht jeder Hauptcharakter kommt hier vorne. So. Speichern wir mal hier, ne? Das war ein bisschen kurz. Ich weiß jetzt nicht, ob es hier auch irgendwie so ähnlich ist wie die Schule, die Hauses oder irgendwie sowas gibt, wo wir irgendwie rumlaufen können. Oder ob wir schon ins nächste Kapitel reinspringen. Hallöchen. Das ist wie das Intro aus Fire Emblem Fate. Seid ihr meine Dienstmarke? Muss aber sagen, das Design resoniert noch nicht so mit mir, aber der Grafikstil, der ist gut. Also dieser Cell Shading Style gefällt mir viel besser irgendwie als Free Houses. Oder die Charaktermodelle sehen besser aus. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, so wie ich das erkläre, aber hey, dich habe ich mal gesehen im ersten Trailer. Du bist unser Jagen, ne? Unsere weiterentwickelte Einheit, ne? Wahrscheinlich. Ich meine, du bist alt. Du musst unsere weiterentwickelte Einheit. Anscheinend bin ich ein Würmgott. つい取り乱してしまいまして私は第32代目となる竜の森人名をバンドレと申します。バンドレさん、なんて恐れ多い。どうかバンドレとお呼びください。 ね、バンドレさん、本当に神竜様起きてたでしょ。僕たち嘘なんかついてないよ。あなたたちはさっきの、はい、すみません。先ほどは驚きのあまり自己紹介もせず。今回は感想。僕は第33代竜の森人クランです。
どうぞお見知りおきを。同じく第33代竜の守り人フランです。えし、クランの双子の妹なんですよ。あなた様がお目覚めになるのをずっとじーっとお待ちしておりました。あは、ein japanischer Lern. あなた様の守護者。待ち、bezahlt。いにしえの時代より代替わりを続けながら、あなた様がお目覚めになる時をお待ちしていたのです。Müssen wir sagen, ich bin auserwählte. 本当に驚きました。何せ。Ihr wisst meine Meinung von sowas, ne? Warum kann ich nicht einfach ein normaler Typ sein, der einfach nur geile Sachen macht, wie Ike? Deswegen mag ich Ike sehr, weil er keine Adeliger oder irgendwie sowas ist. Er ist einfach nur ein Söldner, der irgendwie Leute in den Hintern spätet, gegen Götter kämpft und so. Ah, sie ist sowas von tot. それが私の母なのですか。それに神竜の王族って私が。Wer auch immer unsere Mutter ist, sie wird sowas von draufgehen. Den ersten. Ich wäre überrascht, wenn sie länger als 5 Kapitel überlebt. Wer schon mal Fire Emblem gespielt hat. Ja. Und ja, ich rede die ganze Zeit, aber ich passe schon auf, was sie sagen. Ein bisschen. Tut mir leid. Ist ein Let's Play, da muss man reden, okay? Cool. 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 1000年前に起きた戦争で悪の元凶たる邪竜を封印した。Das ist jeder Plot von jedem Fire Emblem. その神竜を封印した。 Gab mal einen Drachenlord, den Menschheit terrorisiert hat. Er wurde versiegelt. Jetzt wurde er wieder zu erwachen. Das ist der Plot von jedem Fire Emblem. So gut wie jedem. 80% aller Fire Emblems. 無理をなさることはございません。きっとすぐに思い出されます。何せ。あなた様は神と言い伝えられし尊きお方。高貴で優しく武勇に優れ、どのような敵にも恐れず勇敢に立ち向かったと聞き及んでおります。そんなにですか。噂におひれがついてません。Ich habe mir gerade gedacht, was wir gerade gemacht haben, das Kapitel, da war die Vergangenheit, aber kann ja nicht sein. Weil da tauchen ja schon die ganzen anderen Charaktere auf, die wir im Intro gesehen haben. Welche ich an. Also wenn die jetzt nicht auch irgendwie gerade am Schlafen waren, dann nehme ich jetzt mal an, dass das nicht die Vergangenheit war. Versuche mir ja schon so ein paar Sachen so zusammen zu reimen. さっきまでいた場所は空の上にあったんですね。神竜様が眠っていらした場所は離宮ソラネル。本身の安全を確かにするために浮遊島の上に作ったと聞き及んでおります。最も堅牢な空の要塞と呼ばれており、認められた者以外の侵入を許しません。空の要塞。皆さんもずっとそこに？はい。私たち竜の守り人は神竜様の守護とソラネルの管理が主なお仕事なので。Versucht die ganze Zeit herauszufinden, was für Klassen die beiden sein könnten. Jetzt so einen komischen Pott an ihrer Hüfte. Weiß, was das sein soll. Jemand, sie ist eine Magierin oder Heilerin. Ja, ne, vielleicht sind das Kräuter oder irgend sowas. Ich weiß ja nicht, was es für Klassen hier gibt, ne? Aus irgendeinem Grund habe ich da für den ersten Schütze. Der alte Mann ist natürlich ein Ritter. Oder Kavalier oder Paladin. Irgendeine erweiterte Klasse. Hat ein bisschen Respekt. Ich stelle ihn einfach
Bringt irgendwie die Frage auf, warum sind diese Wächter, die mich beschützen sollen, irgendwie 12? Also sie war die ganze Zeit am Leben. Ne? Ich war am Pennen. Okay. Das war es doch, die Vergangenheit. Ja, vielleicht war es eine alternative Zeitlinie und so. Hey! Aus irgendeinem Grund habe ich gewusst, dass noch ein Kampf kommt, bevor wir dahin gehen. Es ist ein Land des Friedens. Lass mich meine Axt rausholen. Diese Axt benutzt, um Frieden zu schaffen. Sie ist eine Magierin. Und er ist ein Magier. Gerade mein Befehl ignoriert. Das einfach ignorieren, was unser Boss sagt. Oh. Kann ich irgendwas machen da unten? Oh, warte, sind die von uns getrennt? Oh ja. Alles klar. So, alle Gegner besiegen und ich bin. So. Ausweichen, ne? Die Helden wirken sich auf das Kampfgeschehen aus, wie zum Beispiel einer, in dem Gold stehen, schwerer zu treffen. So sind zum Beispiel einer, in dem Gold stehen, schwerer zu treffen. Goldfelder schränken außerdem die Bewegung von Bodeneinheiten ein. Ja, weiß ich. Plus 30 ausweichen. Boah. Nice. So, gucken wir uns erstmal unsere Charaktere alle an, ne? Falscher Knopf. Falscher Knopf. Da. Geht los. So, wir sind ein Drachenkind. Und das ist eine uralte Linie von Drachen. Kann einzigartige. War es die gleiche? Okay. So, die Uhr. Den Einfluss von Spielen angegriffen. Ach, das ist Konstitution. Ah, oder? Das ist Konstitution. Aber oh, gibt es wieder Gewicht in diesem Spiel? Gewicht? Gewicht? Nee. Nee. Okay. Das kritisch. Und wo kriege ich den kritischen Waffengewicht? Ah, wo steht denn das Gewicht? Waffengewicht. Wo? Die Treffer, ich sehe kritische Ausweichen. Meine Waffe gibt mir kritische Ausweichen? Geschicklichkeit. Oder ist das mit Geschicklichkeit irgendwas zu tun? Nee. Keine Ahnung. Nee, das irgendwo. So, hier ist unsere. Hier sind die Fähigkeiten. Benachbarte Verbünde fügen plus 3 Schaden zu und allein minus 1 Schaden. Oh, nice. Nicht schlecht. So, unsere Macht ist 34. Wir bekommen 1 wegen der Geschicklichkeit. So, dann haben wir Wanda. Ja, du bist ein Paladin, ne? Weltmeister. Ja, so heißt die Deutsch. So, Wanda.
Ein Behüter der Drachen, seit langer Zeit im Diensten der Würmgötter, ein strenger Ehrenmann. Und er ist ein Rittmeister, hochrangige Ritter mit viel Kampferfahrung. Ihr Bewegungsradius ist sehr groß. Sie sind stark gegen Magie. Eine Eisenachs und weiße Pflicht befindet sich die Einheit neben dem Würmgott erhalten beide. Ah, du gibst mir also die Kritische. Und ja, er hat eine Macht von 64. Er ist in früheren Fire Emblem-Spielen war es so, dass man eine weiterentwickelte Einheit am Anfang bekommt. Diese weiterentwickelte Einheit ist sehr viel stärker als alles, was man zu diesem Zeitpunkt bekämpft. Ne? Wenn wir ihn zum Beispiel hier nehmen, ne? Die verschiedene Einheiten-Typen, wie zum Beispiel berittene Key-Adept, das ist neu, und mystische. Jeder Typ hat andere Vorteile. Ich nehme meine Einheit angehört, kannst du sehen, wenn du über Werte überprüfst. Ritten einer, den Reiten können meinen Schneider, ja, die können weiter reiten, ist klar. Die auf den so. Lass mich hier zum Beispiel mal checken, ne? Hier, er macht zum Beispiel schon 18 Schaden, nimmt nur einen Schaden. Im Vergleich zu ihm, zum Beispiel, welcher, ja. Er macht 9 Schaden und 6 und nimmt 6 Schaden. So. Im früheren Fire Emblem-Titel ist es so, man bekommt meistens eine weiterentwickelte Einheit schon am Anfang. Ich schon sehr viel stärker ist. Diese Einheit ist meistens eine Falle. So im Sinne von, wenn du diese Einheit zu oft benutzt, dann verlierst du Erfahrungspunkte. Und weil er ist eine berittene Einheit, er ist ein Rittmeister, was bedeutet, er ist schon eine weiterentwickelte Einheit. Wenn er zum Beispiel einen Gegner killen würde, dann bekommt er wahrscheinlich nur, ich nehme jetzt mal an, so 3-4 Erfahrungspunkte, ne? Wenn das wie in anderen Fire Emblem ist, ne? Im Normalfall bekommt man so 20-30 Erfahrungspunkte, wenn man Gegner erledigt in anderen Fire Emblem spielen, ne? Er würde nur so 2 oder 3 Erfahrungspunkte bekommen, was eine riesige Verschwendung ist. Da sollte man diesen Charakter nur in Notfällen benutzen, ne? Und ja, dementsprechend werde ich ihn nicht so oft benutzen, außer wenn er vielleicht Gegner schwächt sollte. So, dann haben wir hier noch. Die kann ich nicht steuern. Er hat keine Waffe. Er hat auch keine Waffe. Ach, weil er sein Buch gerade verloren hat, ne? So, du bist ein Magier und du hast keine Waffe. Magier, wenn deine Zauber mit Hilfe von Büchern wirken, stark gegen Gegner mit hoher Verteidigung. Mystische Einheiten ignorieren bei Gegnern Ausweichpoli durch Gelände. Oh, nett. Und du hast Ausweichen plus 50, weil du im Dickicht bist, ne? Und du... Du hast einen Stab, habe ich gesehen. Du bist eine Heiler, oder? Kampfmönch. Hier, Adept. Ich sag gleich mal ihren Namen, ja. Kampferprobte Mönche, die mit Stäben verbündet seien, erfahren in der Kunst der Selbstverteidigung. Und hier, der Designer können mit Hilfe von Projektion Angriff auf Verbündete in der Nähe aufdenken. Ich weiß nicht, ob das so gut ist für einen Heiler. So, und Frame. Eine Behüterin aus der Drachen oder... In Ausbildung, entschlossen und lebhafte Zwillingsschwester von Clay. Roter Jubel. Befindet sich die Einheit neben einem Würmgott erhalten beide Ausweichen plus 10. Oh Gott. Alle sind irgendwie fokussiert auf mich. So, Clay. Ein Behüter der Drachen in Ausbildung. Sanftmütiger Zwillingsbruder von Frame. Grüner Glaube. Befindet sich die Einheit neben erhalten beide Treffer. Warte, sie auch Treffer? Ausweichen. Okay. So, die beiden sind im Dickicht. Die werden bei ihnen checken. Sieht man irgendwo Treffer? Da 86. Bedeutet, er hat eine 40%ige Chance, sie zu treffen und eine 36% Chance, ihn zu treffen. Das heißt, sie sind jetzt noch nicht so. So, meine erste Frage ist: Es gibt hier Drachen Waffendreieck. Das Schwert effektiv gegen Äxte. Ich glaube, es ist noch nicht gedacht, dass ich da oben hingehe, ne? Weil. Ich möchte ihn schwächen. Mit ihm. Er geht runter auf 8 HP. Das ist genug. Ja, also wir können schon einen Gegner killen. So. Will ich ihn als erstes? Ich gehe auf ihn los, ne? Der bist du so, ne?
aber erst im Dickicht, den werde ich treffen, oder? So, machen wir so. Oh. Okay, machen wir halt so. Dort vielleicht da oben, ja. Auch dafür sorgen, dass die. Die Frage ist, ich weiß nicht, auf wen die losgehen. Jemand, die gehen eher auf die beiden los, ne? Okay, die werden von zwei angegriffen. Also solange er nicht hierhin geht und er hierhin geht und beide treffen, dann ist er in Sicherheit, ne? Ich meine, der bietet sich hier ein bisschen an, aber du schon einen Kill hier haben, wär's gut. Den Typ im Dickicht werde ich aber nicht treffen. Na gut, dann machen wir halt so, okay? Wir greifen mit ihm an. Hast du Crit-Treffer? 5. Bitte, bitte nicht. Long. Oh nein, ein Schaden. So, und ja, er hat einen Erfahrungspunkt bekommen. Ne? Nichts angreifen. So, jetzt kommst du. Machst ihn platt. Long. Er hat 16 Erfahrungspunkte. Sieg ein Verzerrt. Oh Gott. Okay, bitte mach ich aus. Oh, das ist gut. Oh, er geht auf mich aber los. Oh, das ist geflippt. Alles klar. Oh, sehr gut. Er stellt sich vor, ja. Oh, mir geht's gut. Ich hab dich vorgeschickt. Naja, Heilmittel. Oh. Heilmittel, heil, nein. Wer hätte das gedacht, ne? So, du kannst. Du greifst ihn als nächstes an, ne? Du machst physischer Angriff 13, du hast Verteidigung von. Oh Gott, er wird dicke Schaden machen gegen ihn. So, das Beste wäre natürlich, wenn wir ihn hier irgendwie erledigt kriegen. So, lass mich mal ganz kurz gucken, ne? Wenn ihr alle auf mich losgeht. Du machst wie viel Schaden? Ach. Ich glaube, das ist zu viel. Ach. 6, das ist 14. Aber ich war im Dickicht, ne? 8. 14. 8. 14. 20. Ich würde das sogar überleben. Aber wir gehen hier. Wir machen eigentlich genau gleich wie vorhin. Wäre natürlich gut, wenn das Mädchen irgendwie ihren Stab benutzen würde, ne? Weil wenn er jetzt hier den einen trifft, ne, dann ist er weg. Das möchte. Ich hoffe, er geht auf den Auftrag da los. Was ich aber nicht glaube, weil da oben, die können nicht zurück angreifen. Ja. Oh mein Gott. Ja, wir verlieren schon die beiden. Einer wird ja schon sterben, ne? Gibt's nicht. Pass aus. Oh, du überlebst noch einen Angriff. Okay, wir müssen da oben hin. Wir müssen so schnell wie möglich da oben hin. Mach einen Angriff aus, ja. Okay, du sollst. Okay, du überlebst noch einen Angriff. Warte mal, physischer Angriff 13. Ah ja, er macht 90. Okay. So, ich muss dich mal bearbeiten. Oh Gott, der hält ja viel mehr aus sich gerade. Ja, ich muss dich bearbeiten. Geht so nicht.
Dich ignorieren wir mal kurz. Ich habe mich gleich den rechtzeitig erledigt. Ich habe doch gerade nach. Das mich doch gar nicht erreicht. Was? Wie soll man denn das machen? Wann lege ich mich jetzt? Ich mach Power. Wer ist das? Kenn ich nicht. この声はもしもいつかまた会える時が来たら思い出してくれ僕のことを君と共に戦った12のエンブレムのことを神竜様行きませんあなた様お一人では大丈夫ですバンドレ一人じゃありません Ich meinen Husbando an meiner Seite. Was geht ab? Hier ist Marv, ich bin der OG. Das bedeutet, ich bin viel cooler, aber ich fliegen kann und Ultra Instinkt Aura um mich hab. Statt den Tag zu retten. Der nennt sich auch nur ey, das ist unfair. Ja, zwei. Boah, ich bin so cool. Jetzt hier nicht strecken, oder? Eine Einheit kann Seite an Seite mit einem Emblem kämpfen. Das nennt sich synchronisiert. Synchronisierte Einheiten sind besonders stark und erhalten Zugriff auf Synchro-Fähigkeiten. Okay. Er lebt aber immer noch hier. So. Wie viel stärker bin ich jetzt? Oh, ich habe gerade eine Menge neue Fähigkeiten. Aufmerksamkeit. Initiiert hier. Einheit den Kampf erhält, die ausweichen plus 15 im Kampf. Das ist also wie... Sind die ja noch nicht freigeschaltet oder? Wir werden schon stark genug sein, ne? Okay, whoop. Emblem Marv ist ein Flinkerangriff, der Gegner mit Anmut und Schnelligkeit überwältigt. Die Synchrofähigkeit Aufmerksamkeit erleichtert das Ausweichen bei Gegnerangriffen. Die Bündniswaffe Rapier fügt rettenden und gepanzerten Gegner zusätzlich Schaden zu. Ah. Also wie ein echter Rapier. Die Bündnisfähigkeit göttliche Schnelle gewährt einen zusätzlichen schwächeren Angriff. Bündnisangriff Stern dort blitzt eine mächtige blitzschnelle Hagel von Schlägen. Los geht's. Ich sehe schon mit Geschah nicht irgendwie machen. Also wenn ich mich hier platziere, bin ich eigentlich reichweit von allen, ne?
So. So, ich will nicht, dass er mir hier den Kill wegnimmt. Kann ich das hier? Ah, ich kann sogar. Ich kann wieder Gegnerreichweite einstellen. So, wie viel Schaden macht ihr mir? Ah. Du machst mir auch 8. Aber wenn ich eben gehält, dann krieg ich da auch Verteidigung. Wie ist meine Ausweichchance hier? Hm. 19. Oh, perfekt. Okay, solange ich nicht von allen getroffen werde, überleben wir das. So. So, ich kann mich jetzt hier verbinden mit ihm, ne? Er hat ja für 3 Züge, ne? Ich kann mich noch mal bewegen. Na, warten wir mal hier. Alle können mich treffen. So, dich bewegen wir irgendwo hin, damit du jemanden angreifst. Los geht's. Und da steht auch 3. Immer die Züge, ne? Komm her. Bonk. Bonk. Stark. Ich werde kein einziges von denen erledigt kriegen. Oh, göttliche Schnelle. Möchte ich jetzt alle? Nein. Aber die sind alle noch am Leben. Aber nicht mehr lange. Hm. Oh, da war ein Herz. So, du, guck mal da. Back. Back. Ging mir definitiv noch ein Level up, ne? Ich krieg auch FP. Kannst du es wagen? Aha. Level 2. Okay. Wow, das war nicht gut. Etwas stärker geworden. Nur etwas. War kein gutes Level up übrigens. Ich bin lieber ein bisschen stärker und Geschwindigkeit und so. Oh, ich habe mich geheilt. Ja, cool. Mehr war ja nicht, ne? Was stand da? Nur Flugeinheit. Ah. So, und zum grünen Abschluss machen wir mal den hier. Keine Ahnung, mit dem Rapier. Sternenlord Blitz. Oh. Sehr cool. Mann von Danilo und Marv. Oh, ja, ne. Was hat eine passive Fähigkeit hier? Wenn eine Einheit an der Seite eines Emblems kämpft, sammeln sie Banderfahrung und ihr Bandlevel steigt. Mit steigenden Bandlevel profitieren die Bündnispartner von höheren Werten und neuen Effekten. Sind das wie in Final Fantasy 9? Also, du rüstest irgendwas aus für eine lange Zeit und dann bekommst du irgendwie die Fähigkeit. Oh, bitte sag mir genau das. Das ist super geil. So, boom, abgeschlossen. Sehr geil. Endlich erwacht. Sehr cool. Und ja, dann würde ich sagen, das wäre ein guter Punkt hier, den Part zu beenden, weil wir sind jetzt bei 54 Minuten. Das ist eigentlich in Ordnung. Ich wollte 2 Kapitel machen, weil ich mir gedacht habe, die ersten beiden werden wahrscheinlich nicht so lange dauern, ne? Ja, gefällt mir bis jetzt. Das Design, an das Design habe ich mich schon, glaube ich, sehr schnell angewöhnt. Vielleicht sind nur die Hauptcharaktere so ein bisschen bunt, ne? Aber der Grafikstil, der gefällt mir richtig. So die Modelle der Charaktere sehen gut aus. Nur das Design ist ein bisschen Overkill. So eher so rot-blaue Haare, muss ich mich immer noch dran gewöhnen. Aber ansonsten finde ich das relativ gut. Also bis jetzt gefällt mir das Spiel. Also, weil ich
das Gameplay, die Vorlage des Spiels bisher sehr gut. Ich freue mich. Ich glaube, ich werde meinen Spaß haben. Gut. Aber für mich war es das für heute, ne? In diesem Part. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Fire Emblem Engage. Vielen Dank fürs Zuschauen und Tschüssikowski.